In Flammen stand am Dienstagmorgen ein Fachwerkhaus in der Spangenberger Altstadt. Eine 12-köpfige Familie ist durch den Brand in der Langen Gasse obdachlos geworden. Der Familienvater rettete 9 der 10 Kinder aus dem brennenden Haus. Dann aber wurden der 31-Jährige, seine 46-jährige Lebensgefährtin und ein 16-jähriger Junge in den Flammen eingeschlossen. Feuerwehrleute retteten die 3 Menschen in letzter Minute mit Hilfe einer Drehleiter aus dem brennenden Gebäude. Die Frau und der Junge hatten Rauchgas eingeatmet und wurden in eine Kasseler Klinik gebracht. Auch einer der 3 Hunde der Familie erlitt eine Rauchvergiftung und musste künstlich beatmet werden. 94 Feuerwehrleute aller Spangenberger Wehren waren im Einsatz. Sie brachten das Feuer, das auch auf 2 Nachbargebäude übergegriffen hatte, nach einer Dreiviertelstunde unter Kontrolle. Brandursache war laut Polizei vermutlich ein technischer Defekt. Den Sachschaden schätzt sie auf mindestens 100.000 Euro.